Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arma 3 Altes Live zusammen mit Live und Nomo, der ist auch dabei. Yo. Hallo. Organio Ganrate. Hallo. Moin. Der Karl. Ja. Hä? Na, Bruder. Was geht? Also ich kann jetzt schon sagen, dass ich den rechten von euch beiden mehr mag. Ja, ihr habt ja euch angefahren fast. Wissen Sie, in seiner Pubertät hat er leichte Stimmprobleme bekommen, wie man merkt. Er ist so in der Mitte vom Stimmbruch einfach stecken geblieben. Alles klar. Okay. Ich bin live Kalaschnikow, ein Tracker. Oh, heute bist du kein Twacker, sondern ein Tracker. Ja. Hast du ein Fläschchen Wasser für mich? Nee, ich hab nichts dabei zu trinken. Also für 20.000 Dollar lässt sich was machen, ne? Ne, aber auch nicht, sorry. Kannst du mir ja in den Mund pissen. Hast du was? Wasser. Muss man sich Ohrenstöpsel irgendwie kaufen oder so? Nein, Shift-P. Shift-P? Ah, da steht's. Moment, kriegst du gleich. Bin ich fertig, ne? Gib mir mal eine Schüssel, ich helf dir. Jo, Digga. Warte, ich muss noch kurz voll machen. Gib mir deine Schüssel, dann helf ich dir. Geht nicht, ich muss dir voll machen. Du kannst abbrechen. Ich will aber nicht abbrechen, wow, scheiße. Frag dich. Ich fahr mal schon mal, ne? Ja. Wo lang muss ich denn? Auf der Hauptstraße nach links und danach auf der Hauptstraße nach rechts. Oh, Jürgen, meine Roleplay-Rolle. Ich bin einer mit psychischen Problemen. Du hast auch so psychische Probleme. Nein, Spaß. Und ich bin oft aggressiv, sagen wir es so. Kevin okay. Baba? Kai-Uwe Werner, ne? Weil du es gesagt hast, bin ich jetzt, Kai-Uwe Werner, ne? Eure Kontakte, was verlangen die für so ein Schießeisen? Max Baumberg und Kai-Uwe Werner. Genug Geld. Für diese Sachen. Bling! Macht der Musicbot, der nicht an ist. Ich weiß nicht, Leute, habt ihr im Sunny gehört? Ja. Das ist nicht gut. Hans Ebro, da wurde weg. Hanse Bola. Von Alex Sommer, Alter. Dr. Sommer, ich sag's dir. Original. Und Hans Ebola getrennt. Und er ist gebannt werden. Sachen beschaffen. Das würde da stehen. Ja, kommt drauf an, was es kostet. Warum ist denn Kevin Babas Name bei mir grün? Also, die Waffe, die ich auf dem Rücken hab, kriegst du für. Warum? Ist der Name bei dir auch grün? Ja. Für 70.000. Warum? Kahn ist öfter Name wie grün. Das verarscht dich, kauft lieber nicht. Lieber nicht. Haben die alles im Angebot? Nicht direkt alles, erstmal nur die legalen Waffen. Mit den illegalen Waffen wird es dann schon ein bisschen teurer. Die legalen Waffen kann ich mir auch so kaufen, ey. Legale Handfeuerwaffen mit Magazin? Ja, gibt's auch. Die kannst du dir auch selbst kaufen. Illegal, wenn du keinen Waffenstand hast, ey. Dann kannst du selbst ausfahren, ist billiger. Habt ihr schon Waffen? Nein. Als ob. Was? Du weißt, dass eine Waffenlizenz 250.000 kostet. Ja, ist doch ein Schnitt. Oh, du weißt, dass das selbst so ist. Junge. Du willst echt Stress anfangen, ne? Ich ruf gleich alle meine Freunde an. Ja. Da kommt Nomo mit seinem Quad-Über und überfährt alle. Mach die Waffe. Bist du auch hier, Nomo? Oder bist du schon fertig? Ah, nee, du bist schon fertig. Mach sie runter. Ja, ich musste 5 Kupfererze einsammeln oder so. Was auch immer, wie du jetzt weißt. Ja, gut. Keiner. Meinst du meine? Ja. Nennt man Kreative. Komm mal. Das ist voll am Rumpöbeln, Alter. Oder tendierst du denn eher in Richtung Revolver oder mehr in Richtung Maschinengewehr? Ich hätte einen Raketenwerfer. Dann springe ich nämlich so einen Kevin Baba hoch. Also mehr so Richtung 5-7 und 4-7. Ja, ist ja eigentlich. Ja. Was meinst du? Macht er seinen Mund beim Sprechen irgendwie nur so 1 Zentimeter weit auf?
So wie die Wörter da rauskommen, hört sich das so an. So. So musst du mal ingame sprechen. Jetzt hast du gleich die doppelte Störung. Was willst du? Wird echt Stress, ne? Ist schon klar. Nachher, ne, gibt richtig Stress, sag ich dir, wenn du einmal abdrückst, ne? Drück, brauchst du eh nicht, ja. Siehst du? Oh. Der 12-jährige Junge hat sich getraut. Hast du das gesehen, Bruder? Nein, ich hab's gehört. Er hat mir den Fuß geschossen. Hast du Leben verloren? Wie viel Leben hast du noch? 9 hast du. 100? Ich dachte, du hast Leben abgezogen bekommen. Nö, Elfer? Dein Truck ist voll, ne? Ja. Ich will momentan irgendwie nicht losfahren. Jetzt, wo ich mit denen angefangen hab. Ja, jetzt, wo du Stress mit den Spacken angefangen hast. Du bist aber auch Dürf, ne? Dürf, vor allem. Ich meine, anhalten könnt ihr mich nicht so schnell. Ich verfahre den Notfall. Ehrlich. So wie den letzten, ne? Anhalten! Wumm! Oh, sorry! Leute, ich glaube, das habt ihr gar nicht mitbekommen, oder? Weiß ich gar nicht. Jedenfalls, wir haben gefarmt und dann kurz vor der Safe Zone in Kavala. Halt jemand anhalten. Hat, also irgendwie so 50 Meter oder so. Hat er jemand so. Also live war mit seinem Truck unterwegs, mit seinem Zamak. Mit 80 km/h, ne? Ja, nicht gefahren. Und was weiß ich, 30 Meter bevor live bei ihm war, hat er sich mitten auf die Straße gestellt und anhalten gerufen, ne? Live. BOOM! Einfach drüber. Dann habe ich 20 Meter hinter dem angehalten, sogar noch. Und dann bin ich also, bin zurückgefahren, habe geguckt, ob noch jemand da ist, der ihn helfen könnte. Hat jemand gesehen, hat mir gedacht, okay, Pech gehabt. Es war ja außerdem Safe Zone, also er hat es überlebt. Also. Nee, er war nicht Safe Zone. Ja, nein, ich meine, er hat es überlebt. So. Ja, hab ihn dann angefahren. Nur überrollt. So, aber jedenfalls, ich bin hinter live gefahren und hab nur so gesehen, wie der Körper laut dem LKW weggeflogen ist. Das sah ein bisschen lustig aus in der Situation. Wenn man so hört, bitte anhalten! Ja, ich dachte mir erst so, soll ich anhalten? Nee! Ich hab du hättest es sowieso nicht geschafft, also. Doch, das hättest du mal mit X noch geschafft, rein theoretisch. Rein theoretisch? Ich denke, meine Handbremse ist dadurch kaputt gegangen, deswegen wollte ich es nicht machen. Weil meine Bremsen, hättest du rausgerissen. Ja. Ja. Sie hätten sich abgenutzt, ne? Ja. Dann wollte ich lieber langsam ausrollen lassen. Noch ein bisschen Gas geben auf 80 km/h. Und dann noch eine Handbremse. Ja, guck mal, ich habe extra angehalten danach, damit ich gucken kann, ob ich irgendwelche Schäden davon getragen habe in meinem Auto. Bin ich weitergefahren. Ob irgendwo Gedärme hängen, ne? So am Kühlergrill. Mal wieder. Ah, oh, Polizei. Ja, auf jeden Red Bull Helikopter, aber nein, ist natürlich Polizei. So blau-rot aus. Mhm. Sah nicht so aus, war aber rot. Mhm. Aha. 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 Wir folgen uns nicht, die kleinen. Ah. Ich meine, aufhalten können mich eh nicht. Straßensperre. Ich nur noch Falter, wie gesagt. Ja. Weil ich hänge im Boden. Oh. Sieht. Ich muss mal ein Bild machen. Ich hab Angst. Ich kann es nicht mehr aufrichten. Ich fahre. Och Mann. Achtung. Jetzt kommt. Nein. Ich hänge im Boden, Junge. Ja. Wo seid ihr? Wow. Nach der ersten Kurve. Oh, Cops. Sir? Nee. Officer? Kein Korb. Ja, ein Spacken. Aussteigen aus dem Wagen, Polizei. Als ob, Alter. Bis dann, ne? Ja, was? Was? Wieso bis dann? Achso, nur so, weil ihr da steht. Achso. Ja. Daher sind vorläufig festgenommen. Können Sie mir helfen? Ich hab ein Problem mit meinem Auto. Da müssen Sie bei den. Wir haben nur ein SUV, eine Sportlimo. Ja und? Ihr habt noch ein paar PS, aus draußen, Junge. Ich würde kurz am Handy Go spielen und direkt wird man
verhaftet für sowas. Ja, was? Ja, was? Wie gesagt, da müssen wir den THW anrufen. Ja, ich habe aber gerade auch Angst, hier zu bleiben, ne? Mir wurde gedroht am Kupferhändler. Von einem Kevin Papa. Kupferhändler? Kupferdings, ein Kupfermine. Wie gesagt, ich muss jetzt weiter. Holen Sie den THW, der kann Ihnen helfen dabei. Internet. Internet. Hier nicht. Und sie wollen den Wagen jetzt hier einfach so stehen lassen? Jetzt weiß ich, warum überall so kaputte Wracks rumstehen. Ist der offen? Nee, ich glaub nicht. Doch, ist offen. War kaputt. Ey, wir direkt Momo. Sagen, THW rufen? Ja, ich hab doch einen Erste-Hilfe-Kasten. Erste-Werkzeugkasten. Brauchst du ein SUV? Nee. Telefon, na drauf. Ralf, ich fass mal in dich rein jetzt. Nein, warte, ich stehe daneben. Hilfe. Ich hatte einen Komm, das funktioniert Unfall. Bestimmt. Oh, nein, schaut euch nicht hier vor, hör auf! Fahr weg! Das nein, funktioniert! Geht grad nicht! Doch, das funktioniert! Und Frage im Boden. An THW. Oh, ich hab erst die Caps geschrieben, ja. Oh nee. Ich hab Angst, das so rücken zu lassen. Da hält grad einer mit Waffe. Live, hat's was gebracht oder hängt er immer noch? Ist nur geschoben. Hallo? Wollen Sie damit mal aufhören? Nee, er darf das, ist mein Auto. Er soll mich rausschieben. Wir haben ja schon den THW gerufen, aber die brauchen immer so lange. Oh, unfair, die Polizei ist gerade gefühlt mit 18 oder 19 mir vorbeigebrettert. Direkt am Blitzer. Wir haben alles versucht, ja. Mal weiter. Danke. Trotzdem. Tschüss. Kotze. Der wurde eben schon geblitzt in einer anderen Stadt. Wow. Hallo, guten Tag. Bitte erläutern Sie das Problem genauer. Ein Einsatzkraft dann mit der Zubehör und Werkzeug auf den Weg machen. Mit freundlichen Grüßen Ihr THW. Drei Reifen stecken im Boden, die anderen fliegen in der Luft. Na, bei mir stehen die anderen. Okay. Bei mir fliegen die anderen. Bei mir steht der schräg. Ja, das schon. Reifen. Live, post dich, stell dich mal bitte daneben und post mal. Haben sich eingegraben nach meinem Backflip. Sideflip war das. 360 mit meinem Tarmac abgedeckt. Abgedeckt. Dachdecker. Hä, wo habt ihr denn die LKWs her? Gemietet. Kauft. Also. Von wo? Vom LKW-Shop. THW. So, hab ich geschrieben. Drei Reifen haben sich eingegraben nach meinem Backpack das und 360 mit meinem Zahnmark abgedeckt und jetzt hängt er fest. Koordinaten? Das ist Medic. Live, du musst dich jetzt mal daneben stellen. Wir wollen noch ein schönes Gruppenfoto haben. Guck mich an. Warte. Weiter angucken. Höher, höher, höher. Alter, ich guck schon in den Himmel. Das ist zu hoch. So? Nein, weiter hoch. Und nicht so behindert. So? Ja, so sieht gut aus. Okay, danke. Ja, was soll ich jetzt machen? Warten. Na toll. Dann können wir mit dem vollen THW Guck mal, wir verstecken uns vor den bösen Leuten. Man kann hier nicht rein. Scheiß. Und wirklich, scheiß aus. Ja, scheiße. Scheiß aus. Ja. Oh Mann. Hallo. Ich stehe zur Straße, schrei anhalten, wenn der kommt. Blockieren wir? Witzig. Falsche Taste. Ich komme nicht auf die Straße. Ach so. Nee, wir werden befahren. Na gut. Die brettern alle richtig über dich, ich sag's dir. Alter, wie wenig THW-Leute gibt's denn, dass die nicht kommen können? Ach so, zwei. Volle Säcke, Alter. Jan.
Ich probiere mal den da rauszuholen. Ach nee, fahr rückwärts, rückwärts ist schneller. Ey, nee. Du wurdest gekickt. Bitte dein Kleiner respawning. Wer macht's Boom, ich sag's dir. Er ist ja nur gemietet. Den hab ich richtig Verlust gemacht. Der bewegt sich aber bei mir. Er schiebt ihn immer weiter weg, aber raus. Ja, ich muss den weiter wegschieben, da wo der aus der Boden. ja gut. Aber, warte, ich muss versuchen, ihn zu entflippen immer. Geht leider nicht so. Ja, ich versuche, da geht's ja berg runter, das ist ja so eine Bodenwelle. Theoretisch müsste der da ja rausfallen. Theoretisch. Oder wir explodieren alle. Ich wollte gerade sagen, in der Praxis explodieren wir gleich. Ich geh mal zu deinem Auto so lange. Das machst du gut, Jürgen. Gib Gas, komm. Na? Hallo. Ich finde es so lustig, wie der sich da dran hochzieht. Beziehungsweise, der schiebt sich ja mit einem Vorderrad da dran hoch, ne? Ich schreib nochmal den RW Notruf. Kommen. Komm, Sneaking Caps. Kommen. Live, ich häng fest. Oder enttäuschen. Ich häng fest, live. Sie mich gerade. Live, ich häng fest. Ja. Ich hänge fest. Weil ich kann nicht, glaube ich, anflippen. Ja, ich kann ihn herausziehen, den Indersen. Wo du jetzt nach unten gegangen, als du ausgestiegen bist, ein bisschen. Steck auch nochmal aus. Steck nochmal aus. Du musst aussteigen. Ach, schade. Hallo? Hallo? Ja, mein Ammer reagiert irgendwie nicht. Dein Ammer? Ja. Oh, Jürgen, ja. Jürgen, der ist halb draußen. Du hast halb geschafft. Skill. Ja. Ist draußen? Ja, ich glaube. Mal gucken, was für ein Schaden du angerichtet hast. Ach, heile. Brauchst du noch ein Pickup? Warte. Komm mal hinter, ne? Ja! Notruf. Ich habe. Mein Freund ist ein besserer THW als ich. Meine. Ah, warte. Andere. Person, die mir geholfen haben, sind ein besserer THW als sie. Das war jetzt schon lustig. Nicht kommen und mich somit sehr stark enttäuscht habe. Schreib nicht so viel, fahr lieber. Da kommt dir ein SUV entgegen, der extrem schnell zwei SUVs, die extrem schnell unterwegs sind. Deswegen. Tschüss. Und deswegen tschüss. Ja, ich sollte nicht so viel schreiben. Marvin Johnson schreibt altes Live. Hat er mich auch Marvin Johnson. Ich bin stolz auf dich. Was ist da rausgefunden? Wir spielen altes Live. Warum landet hier die Polizei? Vielleicht sollten wir das doch gar nicht. Oh, halt dabei ab. Ne? Was läuft denn jetzt? This girl is mine. This girl is mine. I don't care. I love it. I don't care. I love it. Oh, der Vitali Petrov wurde geblitzt. 218 km/h. Was ist denn jetzt mit deinem Armer los, Ganyo? Nomo. Ja. Ganyo, Niklas. Nomo, Will. Aha. Oh, die ist die Polizei gelandet. Ja. Da war auch TRW. Nee, das war die TRW. Das war TRW. Jetzt kommt der TRW, ne? Nicht mehr antworten auf meine Beschwerde. Schade, ich dachte, es sei hier darum. Um Ihnen im Falle von gesundheitlichen Beschwerden schnell helfen zu können, bitten wir Sie um. Was hattest du geschrieben zum THW? Ich hatte einen Unfall. Ich habe 360 gemacht, Backflip und danach hat mein Auto festgehangen. Mach mal, fahr mal.
fahr mal zur Tanke. Die Koordinaten. Ja, fahr mal zur Tanke. Und dann lass mal den Motor an, also nur abspringen und versuch zu tanken. Geht das nicht, oder warum? Ist lustig. Will jetzt nicht machen, oder? Doch, ist lustig. Warte. Bleib mal hier, ich will mal... Ja, ist ausgegangen. Wow. Überabspringen musst du, ne? Danken. Motor wegen Explosionsgefahr und so. Motor aus Wappen wegen Explosionsgefahr und so. So richtig hinge. Tanken, chill. So richtig professionell. Ja, wegen Explosionsgefahr und so. Also, billiger als ich an dir getankt habe. Das bezweifle ich. Hat mir nichts gekostet. Achso, es war billiger als du bei mir getankt hast. Ich hab verstanden, das war nicht so billig, wie als wenn ich bei dir getankt habe. Ich stell mir vor, man könnte so einen Preis für Liter festlegen. Für was? Pro Liter, so festlegen, Preis. Mhm. In einem Pressebericht erwähnt die Staatsbank, dass 400 Goldbarren eingelagert sind. Die Staatsbank gilt als sichere Bank der Region. Goldbarren? Ein Goldbarren bringt... Jo, was ist jetzt? 100.000, ne? Nein, hier nicht. Doch. Ich glaube, ein Goldbarren bringt 100.000 mittlerweile. Das wären 40 Millionen. Ja. Oh, fuck. Aber man braucht, ich glaube, wenn höchstens können da 400 Goldbarren drin sein, dafür braucht man dann schon ein Fahrzeug im Wert von 68 Millionen, um die alle abzutransportieren. Und da, die Polizei kann mit einem Knopfdruck Fahrzeuge sprengen lassen, wenn die da sind, bei denen. Was? Ja, und deswegen macht das niemand, weil halt die Fahrzeuge dann auch mal weg sind. Achso, wenn die bei diesen 400 Dings, bei dem 400 Ding sind, oder was? Nee, wenn die also ich habe einen Tweet oh, jetzt kommt natürlich ein Sanitäter oder so ein Scheiß. Ein Tweet von... Ich habe auf dem Forum gelesen, so ein Tweet, von wegen so, ja, bla bla bla, das ist scheiße, dass es so wenig bringt und bla bla bla. Nee, eigentlich ging es darum, dass die Civis auch Explosionsladung kriegen sollen, um Fahrzeuge zu sprengen, wenn man halt aus Ruhrpegrunden, weil die Polizei jetzt einfach mit einem Knopfdruck machen kann. Wenn ihr Windows hast und sprengen, könnt ihr drücken anscheinend. Und dann ging es halt ganz lange darum, da, ja, dass die immer Fahrzeuge sprengen würden. Dann meinte eine, ja, also der eine Admin, der meinte, ja, ich habe an einem Tag gesehen, dass irgendwie 6 Mal ein Fahrzeug gesprengt wurde, das finde ich zu viel. Blablabla, hat die Polizei gesagt, dass die andere Mittel nehmen sollen, so THW anrufen, dass der die abschleppt und alles. Ja. Mhm. Und meine Maus spackt rum. Geht die ganze Zeit an oder aus? Ja. Das finde ich nicht cool. Ja. Das liegt an meinem Maus-Bungee. I don't care. Ja. So, Polizei Notruf schreiben, ACAB. Major Lazer, feed Justin Bieber. Cold Water. Teamworks Remake. Teamworks Remix. Aha. Wine Corner, Portico Blitz, Tempest Transport, Kamera. Das ist Tag. Wo seid ihr gerade? Kupferverarbeiter? Will jemand deine Katiba mit 3 Magazinen und ein ACO für 300.000? Kann man für 2 Dollar? Nehme ich's. Nicht. Ja. So 2 Dollar, ja, ist schon ein guter Preis, denke ich. Weißt du noch, als wir mal verarscht wurden beim Waffendeal? Von einem Typen, der mit der Polizei zusammengearbeitet hat? Ja, das war ein Scheiß-Typ, ey. Deshalb war aber auch nicht so cool. Lass es mal machen. Lass mal Leute verarschen mit Waffendeals. Wir können doch so gut Waffendealen. Und wir können ja die Polizei dann ein paar Waffen mal abmoxen, sozusagen. Sagen, ja, wir würden gerne das Geld, was er dafür zahlen will, behalten. Doch mal geil. Mhm. So kriegen die Geld und die Leute verdienen doppelt Geld. Und wir machen uns einen guten Ruf. Aber ich wohin der fährt. Wahrscheinlich Glas. Der biegt oben nach rechts ab. Oder Diamanten. Diamanten. Oh, Achtung, Überfall. Oh, scheiße, ich bin rausgetappt. Diamanten vielleicht, Julian. Ja, oder Diamanten. Oder Schreiner.
Oder Plastik oder. Oh, Diamanten, Minen und Diamantenschleifer, was ziemlich aneinander. Wo ist ein Diamantenverkäufer? Oder kann man daraus noch Schmuck erstellen? Gonna what to say, Army, Army, to say. Army, Army. Army, Army. Thomas Perfect wurde von Dimitri Petrenko. Petrenko, was machst du? Versuchst du jetzt, also bist du jetzt eigentlich schon wieder auf dem Server? Ja, ich farm gerade wieder. Ah, okay. Mit dem neuen Auto oder? Das nervigste immer ist verarbeiten. Ich wünsche, wir können auch aus dem aus dem Auto verarbeiten. Man nicht immer so dieses ganze umwechseln muss, auch wenn das Menü cool ist. Hey, was hab ich denn jetzt? Ja. Lalalalalala, es wird schon wieder Nacht. Ich hab meine Lichter an. Na, hab ich nicht. Bei kommt und uns abziehen will. Ich wollte dann sagen, hat der einfach mal einen Kopf kürzer. Ende. Auto über Mensch kürzer. Ach. Boom. Boom, so ein Feuerball, Junge. Ja, ja, Digga. Ja, was ist los, Digga? Was? Oh, Designer Panda. Mit dem Commission Remix. Musik gar nicht. Und lese nur die Titel und mach dazu Geräusch. Boba Fett verbunden. Boba Fett, Fett. Oberfett müsstest du dich mal nennen. Oberfett. Oberfett. B.Oberfett. Ja, ich heiße Bernd Oberfett. Nee, das wäre echt lustig. Wo also, seid ihr jetzt? Am Verarbeiter. Das dauert ein bisschen hier. Oh. Was gibt's denn für coole Sachen, die man nach vorn sagen kann? Für einen Fonttitel. Kavala Nord, da sind wir. Tankstelle Kavala Nord. Da müssen wir leider gleich durchfahren, aber. Ja, ich auch. Ist mir egal. Guck mal, wer der ist. Wie lange haben wir gebraucht, Alter? Wer ist denn das? Das ist Kevin Dings und sein Kumpane. Kevin Baba. Sein Kumpane. Sein Begleiter. Der Typ, der fast nie redet und nur nervt. Oh ne, nicht ihr schon wieder. Hä, hey, was macht ihr denn hier? Ha. Ha. Und wie lange habt ihr gebraucht? Ha. Ha. Du Scheiße, Alter. Also eigentlich wäre ich schon fertig gewesen, ne? Aber warum treffen wir den immer in der Safe Zone? Das ist echt ätzend. Ja, sonst wäre ich überfahren einfach, ne? Mit meinem 360-Auto. Wisst ihr, ich hab den 360 mit vorhin gemacht. Hab ich gefühlt eine Stunde festgehauen. Ja. Erschießen. Ja. Was willst du? Ich will das auch gerne tun. Ja, wollt ihr 1 gegen 1? Mit deiner Mini-Dings. Mit meiner Waffe ein Magazin ins Gesicht schießen, das will ich. Cool. Oder in den Bauch. Irgendwie mag ich Max Baumberg mehr. Hey, live. Was musst du dir dann nachher den ganzen Cops erzählen, ne? Dass uns gedroht wurde. Oder dass sie gedroht wurde. Gib in Rechnung. Ich will gleich mal die Cops rufen. Hm, mach mal. Ja, gleich bin ich meine Ladung fertig. Aber das wäre lustig. Kevin Barber, Max Baumberg haben mir gedroht. Haben gedroht. Aber glaubt euch, legt nicht mit den falschen Leuten an. Ja. Polizistensohn. Nichts suchen, Sohn. Polizistensohn, mein Schatz. Kennst du das Lied? Ja. Weil ich bin nichts suchen, Sohn. Ich bin Polizistensohn. Ich bin Polizistensohn, mein Schatz. Aha. Ich finde Blasse Daniel Junge auch geil. Das ist noch geiler, Mann. Also vom Beat her, auf jeden Fall zumindest. Außerdem bin ich blass und dünn. Und hab blonde Haare. Arische Rasse, verstehst? Nichts gegen.
Nichts gegen Hitler oder was? David Guetta, sexy bitch, läuft gerade. Kein Remix, original. Alter. James Nudel. James was? Nudel. James Nudel. Nudel. Oh, du geile Nudel. Oh. Hör auf damit, Alter, das ist gruselig. Was? Das hier. Ach so. Die Stimme ist Bleib auch nicht besser. Doch. Hast du jetzt schon in den Kopf geschrieben? Live? Nee, jetzt gleich. Gib mir 50 Sekunden und ich hab geschrieben. Ey, guck mal, wer da ist. Kennen wir den nicht? Ja, das ist Garnio. Ich war gerade. Ich kenn doch dieses Logo. Ah, dieses dumme Kabel von meinem Headset. Set. Telefon. Notruf. Bist du fertig? Ja, mir Gut. wird Kupferverarbeiter. Warte, noch nicht fahren. Von. Wie heißen Sie? Kevin? Ups, Kevin wie? Knopf. Kevin Baba. Baba. Und Max Baumgarten, ne? Ja. Yep. Rot. Außerdem hat Max Baumgarten hat eine Kreativa, ne? Ja. Kann sein. Ich guck mal, was der andere hat. Er hat eine Sting gehabt. Sicher? Nee. Max Baumgarten eine Kreativa und Kevin eine Sting. Aber ich glaube auch, dass die keine Waffenlizenz. Ja, er hat ja erzählt, dass er die von seinen Freunden hat, oder? Waffenlizenz, scheiße. Okay, ne? An die Polizei. Was willst du? Ich geh mal kurz über den. Oh, jetzt ist es nicht weg. Ich komm grad. Stell mich da wieder. Achtung, ich fahr rückwärts. Ich weiß nicht, wo dein Auto steht, da hinten. Genau da. Ja, wo ich hinfahre. Ja. Gut, bis gleich nochmal. Du fährst da nicht gegen. Nee, warte, ich muss noch kurz die Polizei schreiben, dass die losgefahren sind. Also, fahren jetzt Richtung Kupferhändler. Kevin. Ups. Baba. Und Max. Baumgarten. Befinden sich jetzt auf dem Weg Richtung Kupferhändler. An die Polizei. Nix suchen zu rum, Polizisten, so ein Schatz. Ja, sag Bescheid, falls du irgendwas liest, ne? Können wir den Musikbord festlegen? Ja. Können was, wir? Was, ein Reh? Ein Reh. Oh, Polizisten, so dann. Ja, mach ich gleich, wenn wir angekommen sind. Ich kann die schlechte Aufnahme raustappen und das machen. Achso. Also, Bescheid, falls du siehst, ne? Ja. Max Bauer. Er wurde getötet. Easy. Auf mich haben die Unfall gebaut, Alter. Das ist ja lustig. Ja, falls der in der steht, überfahre ich ihn, ganz ehrlich. Ah. Im Kupferarbeit handelt sich um eine sichere Zone, in der man nicht durch Waffengewalt verletzt werden kann. Ja, das wissen wir. Wie dessen Händler, aber dazwischen. Hat die Polizei geschrieben? Sebastian Lieberhoff sitzt, also ich denke mal ja. Ja, aber die können doch, die drohen trotzdem. Ist Drohen kein Verbrechen? Eigentlich schon. Hätte mal aufnehmen müssen, da hast du ja. Kann man Aufnahme als Beweis nehmen bei der Polizei? Mit unserer GoPro haben wir es ja aufgenommen. Ich weiß es nicht. Eigentlich schon, ne? Können wir es Roleplay-technisch genug einbauen? Darf ich überholen, danke. Ja. Wow, bitte. Die Pfeiltasten funktionieren auch. Ja. Ich hab gerade volle Pulle nach rechts gedrückt. Der Chef hätte die sieht, dann lache ich. Dann hupen wir erstmal alle. Ja, darf man überholen, ne? Ja.
Nee, eigentlich ja nicht. Aber. Nico Snow und das Gang Liga der superbesten Freunde have taken control of the superbesten Freunde. Liga der superbesten Freunde. Hier ist ein kaputtes Auto. Und da liegt er. Hätte mal looten gehen, Alter. Nein. Da war aber Polizei. Ja. Ich, oh ja, war Polizei. Ich halte an. Edi. Polizei. Ach so, schade. Ja, aber nein, hier steht auch Polizei. Hier ist noch ein anderes kaputtes Auto. Ein überfahrener Polizist. Alter, was geht hier ab? Ich hab Polizei. Style und das Geld. Anderer Truck. Noch ein Truck. Alter, Falter. Ich mal angehoben den Truck, Alter. Alter, der fährt sich so schnell, der Typ. Die Leiche liegt immer noch. Ja, die fahren alle, als ob wir nicht zu. Okay, ich glaube, wir können gar nicht zu schnell fahren, aber. Hab Schüsse gehört. Schüsse? Auf dem rechten Ohr Schüsse. Ja, eindeutig. Er malt schon. 7 Mal. Was? Guck mal, Alter. Tim Bang hat zu Tode gesoffen. Gericht mich in der 4,1 Promille Blutalkohol fest. Boah. Das ist krass. So? Das ist nicht gerade wenig. Gleich sind wir da, gleich sind wir da. Dann kann ich hoffentlich die Folge beenden. 36 Minuten XXL. Boah, schon wieder Spaß, Freunde. 137 Euro getankt, Alter. Oh, shit. Wie viel Geld? 137. Oh, ich wurde gerade geblitzt. Fuck ja. Irgendwas mich warnst. Wollte extra drauf achten, aber hab's dann verpennt. Bin ich. Da fast die Polizei gerammt. Das wäre lustig geworden. Der andere wurde auf jeden Fall direkt verhaftet. Ja, ich denke aber dann ist der, glaube ich, die ganze Zeit verfolgt wurde. Mhm. Und Polizei ist beim Händler. Ja. Ich glaube, der will was von mir. Schönen guten Tag, Jan. Hallo, Moin. Polizei. Ich habe gerufen, Sie. Ist von Ihnen zufällig jemand der Herr, wie heißt er gleich, Kevin Baba? Ja, ich habe Sie gerufen und gesagt, der hat mir gedroht. Nee, der ist, nicht. Schön. Der ist, steht weiter hinten da. Der steht weiter hinten in seinem Auto, das steht an der Straßenrand. Weil sein Freund hatte Unfall und ist, ja, verletzt und tot halt. Okay. Ja, wie weit ist das? Nicht weit, in die Richtung. Gerade noch an der, an der Tankstelle. Da war ich an der Tankstelle, hinter der Tankstelle, hinter der nächsten. Ja, also die haben mir gedroht und die wollten mich halt zwischen den Safes und erschießen. Hoffentlich kriegen die jetzt richtig. Ich glaub's zwar nicht, weil meist Polizisten als zeige. Ich wette, die sagen, ja, war nur Spaß. Ach nee. Also Leute, ihr seht mal wieder. Ey Leute, fahrt euch alle weg, ich sehe nichts mehr. No. Hast du kein Nachtsichtgerät? Nee. Ich gehe noch Geld einzahlen und dann. Dann ist die Folge auch beendet, Leute. Anfänger Nachtsichtgeräte. Wenn du ein Profi bist, dann kaufst du gar nicht mehr, sondern. Sparst du daran, guck mal, wenn du Profi bist, sparst du Geld, wo es geht. Ein Nachtsichtgerät habe ich halt gespart. So, dann parken wir wieder einen Profi ein. Ja, ist da noch ein Platz frei für mich? Ja, ein großer ist noch frei und da ist noch ein kleiner. Hallo, willkommen. Moin. Moin. Hier ist Mr. Sir, heißen Sie Oberfett? Oh, fail, warum bin ich denn so empfindlich? Wir werden schon wieder über LKWs geklaut. Ah, safe, so. Ich stelle mich mal neben so einen Tanklaster, den wir hier. Kann mich auftanken direkt hier hin. Hier können wir tanken. Wo? Bei dem Tanklaster. Der ist gleich weg. Niklas oder. Niklas, Nomo, ja. Braucht ihr einen LKW? Ja. Ui. Niklas oder Nomo braucht ihr einen LKW? Ich brauche erstmal Geld, Mann. Ich hab nur 400.000. Ja, warte, chill. Ich komm damit. Herr Baumann, dafür in der Live, du hast ja den Schlüssel, ne? Oh. Dann kannst du den Niklas geben oder so. Ich verkauf den, Junge. 545.000 habe ich.
Warte. Okay, dann zockt er anscheinend auch nicht mehr so, habt ihr auch nicht so lange gezockt. Nö, ich hab eine Tour gemacht. So, ja, gut. So, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das ist eine XXXL-Folge. Wie lange denn? 40 Minuten. Wow. Mach's gut, haut rein, ciao. Tschüss. Achso.